Möchtest du wissen, wie du deinen Lebensbereich, dein Zuhause so gestalten kannst, dass es wunderbar zu deiner Vision von dir, vom Leben, von Gesundheit, von Frieden in der Welt, von all dem, was du dir wünschst, auch Thema Fülle? Wenn du das jetzt wissen willst, wie du das kreieren kannst in deinem Zuhause, was da helfen kann, dann habe ich eine ganz tolle Feng Shui-Expertin bei mir, das zweite Mal schon, unsere ja bereits bekannte Daniela Schaponitsch, die uns heute nochmal Unterstützung geben wird, wie du dein Zuhause wunderschön gestaltest. Mein Name ist Christina Hommelsheim und gemeinsam wollen wir dich heute bereichern. Wenn dich das interessiert, bleib dran. Liebe Daniela, ich freue mich sehr, dass du da bist, bereits zum zweiten Mal und ich bin super gespannt, was wir heute so alles haben. Ich habe schon gehört, wir werden so ein bisschen über die Paläste in unserer Wohnung reden oder im Haus und ich freue mich sehr auf deine Inspirationen und ich würde direkt auch beginnen wollen zum Thema Frieden, weißt du, weil es ist ja gerade etwas, was uns alle sehr beschäftigt. Wie kann ich denn in meiner Wohnung auch so ein Gefühl von Stabilität und Sicherheit und Frieden kreieren? Herzlich willkommen erstmal. Vielen, vielen Dank, liebe Christina, auch für die Einladung. Ich fühle mich wirklich geehrt, nochmal dabei sein zu dürfen und auch heute zu diesem Thema mit dir mich auszutauschen. Ja, das Thema Frieden ist ja auch ein Thema, was uns jetzt gerade sehr beschäftigt, aber auch immer in den Köpfen natürlich ist. Es ist die Natur des Menschen, diese Sicherheit in sich zu haben, ist ja auch ein Grundbedürfnis. Und da geht ja der Frieden ja auch in irgendeiner Art und Weise immer mit her. Und es gibt da zwei Aspekte. Das eine ist immer das Bewusstsein, dass wir mit unseren Gedanken die Energie in unseren Räumen auch kreieren. Das bedeutet auch diese Achtsamkeit, was bringe ich denn in meine Räume? Also vom Materiellen her hin zu, was denke ich denn in meinen Räumen? Welche Gedanken bringe ich denn in meine Räume hinein? Also wir haben das ja auch sehr viel in der Persönlichkeitsentfaltung, dass wir sagen, ne, was du denkst, das bist du. Aber was du denkst, das ist auch deine Energie. Das strahlen wir ja auch in die Räume hinein. Also das ist, glaube ich, so ein ganz wesentlicher Punkt, sich bewusst zu machen, welche Nachrichten, welche Gedanken, welche Musik, welche Gespräche, was bringe ich denn in meine Räume hinein? Das bedeutet nicht, dass wir immer nur Friede, Freude, Eierkuchen in die Räume hineinbringen und total ignorieren, was los ist, aber auch die Sprache und die Energie wählen, einer Wertschätzung und letztendlich auch dem Frieden orientiert hin. Also ich hoffe, es ist so, kommt so rüber, wie ich es meine. Es ist wirklich so herzöffnend, in die Räume hineinzusprechen. Oh, wunderschön. Ich glaube, da hast du genau das auch getroffen, was ich auch meine und was ich auch gerade versuche, in unseren Räumen zu kreieren. Also erstmal merke ich so bei mir, mir ist es irgendwie super wichtig, dass ich es schön habe, dass ich es ordentlich habe. Ne? Auch das finde ich ganz wichtig, dass ich jeden einzelnen Bereich meiner kleinen Wohnung hier auf Fuerteventura wertschätze und jeden Tag mit Liebe beschenke. Und da ist es für mich auch wichtig, dass es ordentlich und ja auch wirklich geordnet, sauber und schön ist. Das hilft mir einfach, auch meine Gedanken zu sortieren und darauf zu achten, was denke ich denn? Und wenn ich mich mit Schönheit umgebe in meinen Räumen, dann sind meine Gedanken gleich viel heller und freudiger und auch von so einer Dankbarkeit wirklich umhüllt, ne? Dass ich überhaupt eigene Räume habe, dass ich das Glück habe, in meinem Zuhause sein zu dürfen. Dieses Glück ist gerade nicht jedem beschert. Und ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das wertschätzen und dass wir es schön machen mit den Mitteln, die wir haben. Da muss man jetzt gar nichts Neues kaufen, aber man darf vielleicht auch mal ein bisschen aussortieren. Ne? Also ich habe das jetzt auch genutzt, um zu gucken, okay, was ist vielleicht an Tellern halb zerbrochen? Ne? Es gibt ja manchmal so Teller, die haben so eine kleine Ecke, ne? Und die habe ich dann immer schön brav aufgehoben. Und jetzt habe ich gesagt, nein, ich möchte auch eine Energie haben von, es ist in Ordnung, es ist ganz, es ist Fülle da, es ist schön. Und diesen einen Teller, den darf ich jetzt vielleicht mal aussortieren und darf darauf achten, dass auch alles in den Schränken irgendwie so eine schöne Klarheit und Ordnung hat. Denn auch das hilft mir irgendwie, meine Gedanken so am Tag auch zu sortieren und in die richtige Richtung zu lenken. Und deshalb glaube ich tatsächlich, dass es umso wichtiger ist, gerade auch in dieser Situation, dass wir unsere Wohnung auf einem wirklich energetisch hochschwingenden Level haben. Ne? Und keine Kruschelecke, wie ich es zum Beispiel oft hatte. Weißt du, so eine Ecke im Haus, immer total Alarm, ja. Oder wenn du die Schränke bei uns aufgemacht hast, Desaster, ja, dann kam dir echt was entgegen, wo du dir so dachtest,
Oh mein Gott, ja. Schöner Schein im Außen, aber dann im Innen, wie sieht es denn da bitte aus? Ich habe echt gemerkt, so in den letzten Wochen ging es auch in mir drin nochmal wirklich los und ich durfte nochmal alte Themen beleuchten. Und das habe ich dann auch dazu genutzt, um nicht nur in mir drin nochmal aufzuräumen, sondern auch in meiner Wohnung. Und seitdem geht es mir viel, viel besser. Ja. Und ich freue mich heute drauf, dass du da auch nochmal so für jeden Bereich der Wohnung eine Idee hast, ne? Weil jeder kennt es doch, so eine Kruschelecke oder am besten noch eine im Schlafzimmer, wo das Bügelbrett steht und in die ganze drauf. Nicht gut, glaube ich, ne? Nein. Ich sage auch, warum es nicht gut ist. Weil es geht ja nicht darum zu sagen, nach Feng Shui ist es nicht gut, aber nicht zu wissen, warum ist es denn nicht gut, ja? Also da einfach noch mit reinzuschauen und auch, was du gerade gesagt hast, dieser Teller, dieser kaputte, aber doch nicht kaputte Teller, ja, ist ja noch nutzbar. Und der Gedanke, den man da oft hat, ja, passt schon. Ja, was passt denn schon alles in unserem Leben? Wann geben wir uns mit passt schon zufrieden? Und wann darf es in diesen Schritt gehen, dass man sagt, nein, es ist Fülle. Und es ist diese Vollkommenheit und sich das auch zuzugestehen. Und ich finde das auch total wichtig. Also ein kleines Beispiel von mir. Wir haben halt immer so diese klassischen schönen Gläser. Da ist dagegen nichts einzuwenden. Aber irgendwann dachte ich mir, nein, ich will Kristallgläser. Und dann hat mir jemand gesagt, bist du verrückt mit 4 Kindern Kristallgläser? Nein, also ich würde Plastikbecher kaufen. Nicht so. Nein, ich möchte gerne Kristallgläser haben. Das ist halt einfach ein Gefühl, das ich uns jetzt gönne. Und die sind voll cool. Also. Oh ja. Genau damit geht es schon los mit so kleinen Dingen, ne, die man tun kann. Und was ich auch kenne von mir ist, Sachen für gut aufzuheben. Ich habe das auch schon in anderen Podcasts erwähnt. Hör bitte auf damit, falls du das noch machen solltest, Sachen für gut aufzuheben. Ich kenne das selbst, ne, zum Beispiel diese Gläser hier. Ich liebe die, finde die auch schön, weil die so zur Wohnung passen. Und manchmal nehme ich andere, ne, die ich jetzt aber aussortiert habe, weil ich mir so denke, ach Mensch, na ja, wir haben jetzt nur 6 Stück davon, Mangel, ja. Nicht, dass am Ende noch eins kaputt geht, das wäre ja voll schade. Nee. Sofort alles auch nutzen und benutzen, was wir haben, weil das uns auch viel mehr im Leben ankommen lässt. Ne? Und bei Kleidungsstücken ist es doch auch manchmal so, oder? Ich mache es so, dass ich alles anziehe, wonach mir ist und gar nicht erst darauf warte, dass der Moment oder der Tag kommt, wo das dann auch wirklich angemessen ist. Nein, jetzt in diesem Moment ist es angemessen. Und ach, ich glaube, darum geht's, gell? Total, ja, absolut. In diese Fülle. Ich meine, wir haben ja Gott sei Dank und nein, andersrum gesagt. Fülle ist ja sehr individuell definiert. Deswegen geht es jetzt nicht darum, hier eine Definition zu sagen, was ist Fülle, was ist nicht. Aber wie du schon gesagt hast, das gute Stück zu nutzen, im Wohnzimmer zu sitzen und nicht das Sofa, ich meine, das kenne ich ein bisschen so aus meiner Kindheit, nicht das Sofa zu schonen, wenn Gäste kommen, sondern nein, überall alle Räume voll zu bewohnen, weil die Menschen bringen die Lebensenergie in die Räume, nicht die dastehenden Möbel, mögen sie noch so schön sein, wenn der Mensch dann nicht seine Energie hinterlässt, dann sind es halt einfach nur Möbel. Ja. Definitiv, ja. Mhm. Das ist so. Was kann ich denn jetzt tun? Du hast auch vorhin so was Schönes gesagt über das Bad. Ne? Du hast auch so was Schönes gesagt, dass Feng Shui gar nicht so festgelegt ist, ne? Sondern wirklich sehr in Bewegung, im Fluss. Und ich glaube, darum geht es, dass alles in der Wohnung, im Zuhause, im Fluss ist. Und zwar in einem hochschwingenden. Wie kann ich das bewirken? Richtig. Also eins meiner wichtigsten Missionen in diesem Feng Shui-Bereich ist, diese Beschränkungen aufzuheben. Also das Feng Shui beruht ja auf dem Taoismus. Der Taoismus beruht letztendlich auf der Endlosigkeit und Grenzenlosigkeit. Und dann ist es total unlogisch für mich zu sagen, in einer bestimmten Ecke ist die Partnerschaft oder in einer bestimmten Ecke ist der Wohlstand, wie auch immer. Sondern zu schauen, wie nutze ich denn meine Wohnung? Also beispielsweise habe ich mal gesagt, naja, wenn die Partnerschaft, also der Schlüsselraum für die Partnerschaft das Schlafzimmer ist, warum sollte das nicht der Palast der Liebe oder der Partnerschaft sein? Oder die Küche, der Palast der Gesundheit, da kochen wir, da nähern wir uns, also total wichtig. Und natürlich unter anderem auch das Badezimmer. Das Badezimmer war so Gesundheit/Wellness, weil es ist ein Raum, der oft auch vernachlässigt wird, aber es ist echt ein Schlüsselraum, weil das ist der Raum, den wir als erstes sehen, wenn wir aufwachen und nach dem Schlafzimmer logischerweise, außer man schläft in der, der erste oder eben auch der letzte, bevor wir schlafen gehen, also wir legen dort den Tag ab und wir machen uns dort bereit für den Tag. Also ist es echt so ein ganz, ganz wichtiger Schlüsselraum, in dem wir auch beobachten können, was sind unsere Gedanken oder wenn ich mich fürs
fürs Schlafen bereit mache, dass ich nicht nur, keine Ahnung, mein Make-up und meine Kleidung ablege, sondern wenn ich unter die Dusche steige, mir auch vorstelle, wie das Wasser diesen Alltag und die Energie, die ich mit nach Hause gebracht habe und die Gedanken, die ich mit nach Hause gebracht habe, einfach mal mit von mir abwäscht. Das sind so simple Sachen, die kann man wirklich jeden Tag machen und es verändert die Energie einfach. Sehr schön, ganz wunderbar. Was hältst du denn eigentlich von offenen Räumen? Also findest du das eher gut oder findest du es gut, wenn alles so seinen Raum hat? Also es sind verschiedene Lebenskonzepte. Also das ist der Trend. Also immer mehr fühlen sich die Menschen, das, was ich sehe, in offenen Räumen wohl, weil man einfach einen Überblick hat. Man kann einfacher kommunizieren, da während man kocht, kann man mit jemandem sprechen, im Wohnzimmer ist. Man hat die Kinder im Blick, wenn man eine Familie hat. Also da ist wirklich überhaupt gar nichts dagegen einzuwenden. Und dennoch kann man trotzdem sagen, es sind Bereiche, die den einzelnen Lebensbereichen zugeordnet sind, auch wenn es nicht eigene Räume sind. Weil die Energie, ich meine, wenn wir kochen, sammelt sich die Energie in der Küche, auch wenn die Küche offen ist. Ne? Ah, spannend. Also das finde ich auch nochmal schön zu wissen, weil es gibt ja unterschiedlichste Konzepte. Ne? Es geht ja auch der Hang immer mehr auch dahin, alles sehr kompakt und vielleicht sogar auch klein zu haben oder zu halten. Es geht... Ja, ich glaube, da sind wir so unterschiedlich, wie die Menschen unterschiedlich sind. Wir merken so, dass wir uns auf diesem kleinen, kompakten Bereich wohlfühlen. Und dennoch habe ich manchmal das Gefühl, ich darf trotzdem auch einen eigenen Raum haben. Und das, finde ich, kommt da natürlich manchmal zu kurz, dass man seinen eigenen Raum hat, wenn es keinen eigenen Raum jetzt im Sinne von eigenem Zimmer dafür gibt. Aber ich glaube, auch das, so wie du gerade gesagt hast, kann man mit der Energie entsprechend nähren. Ne? Also man kann sich wahrscheinlich auch in einem offenen Raum einen eigenen Raum kreieren, wenn man das nur irgendwie vielleicht auch ein bisschen thematisch abgrenzt. Man sieht hier so bei uns im Hintergrund vielleicht, da ist so eine Art Holz. Es sieht aus wie so ein Farn, das nach oben wächst, oder vielleicht kann man das auch wie so im Meer, so dieses Schilf nennen, das haben wir hingestellt, um einfach das Schlafzimmer ein Stück weit abzugrenzen vom Rest des Wohnbereichs. Wenn man reinkommt, würde man sonst sofort das Bett sehen und das war uns zu privat, das wollten wir so nicht. Und dann steht da noch ein kleines Fitnessgerät davor, sodass man erstmal in den Bereich Fitness kommt, wenn man reinkommt. Auch das eher so eine Erinnerung an uns selbst, ne? Dass wir uns hier fit fühlen wollen, dass wir uns hier beweglich halten wollen, dass wir hier etwas für uns auch tun wollen. So, das ist so die Logik, die wir so dahinter hatten. Und dann sollte der Bereich Schlafzimmer möglichst kuschelig und abgegrenzt und geschützt sich anfühlen. Deswegen steht auch die Couch daneben, sodass das alles so ein bisschen abgegrenzt ist. Und ich muss wirklich sagen, wenn wir hier gemeinsam sind und Walter sitzt dann am Tisch, wo wir jetzt hier gerade uns befinden und arbeitet und ich sitze bei uns im Bett, dann habe ich tatsächlich das Gefühl von eigenem Raum, ja, obwohl da ja gar keine Wand ist, aber man kann das irgendwie auch energetisch dann machen, habe ich das Gefühl. Und das kostet nicht mal viel Geld, ne? Das kann man irgendwie auch so stellen. Und vielleicht ist es auch dran, dass man sich seine Wohnung nochmal neu gestaltet und ein bisschen was umstellt. Das kann ja auch Spaß machen. Wir machen das immer mal wieder, dass wir Dinge umstellen und ausprobieren. Wie schaut es denn jetzt besser aus oder gefällt uns besser? Oder wie ändert sich auch die Energie, wenn wir das tun, ne? Ja, absolut. Und das ist also das berühmte Klick. Ne, also man macht und manchmal ist es wirklich nur, man dreht den Sessel um einen halben Meter. Da-da, es passt. Ja, oder man ändert die Farbe der Sofakissen aus irgendeinem Grund und dann stellt man es hin und denkt sich, oh mein Gott, der ganze Raum strahlt. Ja, schaut ganz anders aus. Also dem gegenüber offen zu sein und wie du schon sagst, ich bin auch ein totaler Freund davon, dass es fast gar nichts kosten muss, die Energie in den Räumen zu verändern, sondern einfach Sachen, mit denen, die man hat, auszuprobieren, weniger danach dem zu gehen, zu sagen, okay, was haben Internetplattformen und irgendwelche Wohnzeitschriften zu bieten, sondern wie fühle ich mich in meinem Raum? Was zieht mir Aufmerksamkeit? Wo bleibe ich immer so wie ein Stolperstein mit meinem Blick hängen, denke so, nee, irgendwas passt da nicht. Das kann die Kruschecke sein, also in Anführungszeichen großen Stil. Oder es kann halt, wie gesagt, das Sofakissen sein, wo man sich denkt, nee, also das ist dieses passt schon Kissen. Also das, oder ne, da kann man sich weiter überlegen, mit diesem Blick einfach durch die Räume zu gehen, zu sagen, wo stolper ich drüber, was zieht mir Energie, was darf ich jetzt einfach erstmal entfernen und schauen, wie fühlt sich das danach an, bevor ich was Neues mit reinbringe.
Und was du gesagt hast, Raumteiler, die sind total cool. Also den Raumteiler, den du hast, den habe ich auch sowas Ähnliches. Seit 10 Jahren schleppe ich das, egal wo ich hingehe, Büros oder zu Hause, immer mit mir rum, weil die so cool sind. Man stellt die auf und auf einmal ist der Raum wirklich komplett anders. Es können auch Gardinen sein, das können Stoffe sein. Also da ist der Fantasie letztendlich keine Grenze gesetzt. Und was kann ich tun, wenn ich jetzt irgendwie so das Gefühl habe, meine Energie geht immer wieder hin zu so einer Angst, ne? Welche Farben beispielsweise würden Angst unterstützen und welche Farben würden Angst nehmen? Das ist echt eine gute Frage. Also ich bin ja jetzt keine, also nicht in der Farbpsychologie, aber aus dem Feng Shui her würde ich dann eher in diese Richtung gehen, dass ich sage, also Yin ist ja die passive Energie, die erdende, die dunkle Energie. Und Yang ist ja die nach außen gehende, die bewegende Energie. Das bedeutet, ich würde im ersten Schritt schauen, kommt meine Angst aus, manchmal fühlt man Angst, es ist einfach zu viel, also es fühlt sich so an, als ob alles auf einmal losgeht. Oder manchmal fühlt sich die Angst an, als dass wir nach unten gezogen werden. Und wenn ich nach unten gezogen werde, also wenn die Energie nach unten geht, dann würde ich eher Yang-Farben, also lebendige Farben wählen. Also jetzt super zum Frühling grün, so ein fröhliches Gelb, rot, also all diese aktivierenden Farben. Und wenn ich das Gefühl habe, mein Kopf, da geht es nur noch hin und her und ich komme überhaupt nicht runter, dann würde ich wahrscheinlich in eine erdigere Farbe gehen, in eine ruhigere Farbe, um mich wieder zu erden, um letztendlich wieder zurück letztendlich ins Wurzelchakra zu kommen, um mein Vertrauen wieder zu finden. Genau, ich glaube auch, das kann man sehr mit Farben unterstützen, dass wir auch die Räume vielleicht hell und fröhlich gestalten. Und ich finde, die Spanier machen uns das so vor. Ja. Wir sind ja jetzt im Moment noch auf Fuerteventura und hier ist ein farbenfrohes Sein. Es ist unglaublich. Mit ganz krassem Grün und ganz krassem Pink und das auch noch zusammen kombiniert. Und ich finde das einfach eine großartige Kombi. Die ist wirklich sehr fröhlich, sehr lebensbejahend. Und ich glaube, darum geht es jetzt. Und ich zeige dir mal meine Hausschuhe gerade. Schau mal, die hat mir eine Freude gemacht. Und diese Farben, die gibt es im Moment überall in Kombination, sogar noch ein bisschen greller. Und ich liebe die. Ich habe mir jetzt so eine ganz krass grüne Hose gekauft hier in Spanien und ein ganz krass pinkes Oberteil dazu. Und ich finde das großartig. Es sieht so schön aus. Ja. Und ich hoffe, das kommt auch nach Deutschland, weil ich glaube, mit diesen Farben können wir uns mega gut unterstützen. Und wenn man so reinfühlt in die Farbpsychologie, dann ist Grün ja auch sehr, sehr beruhigend und harmonisierend. Ja. Und vielleicht kommt auch genau deshalb jetzt dieser Modetrend. Denn vieles macht man ja so unterbewusst. Und dennoch hat es immer auch etwas mit der Psyche zu tun. Und das finde ich halt bei Feng Shui so toll und so spannend, dass es ja auch sehr, sehr viel mit der Psyche zu tun hat. Also passt es so wunderbar zusammen, ne? Dass wir jetzt schauen, wie wir uns nähren können. Du hast schon letztes Mal auch sehr viel zum Thema Fülle gesagt, ne? Du hast gesagt, es dürfen hochwertige Materialien sein. Lieber weniger, aber dafür hochwertig und auch wirklich Dinge, die uns gefallen. Das finde ich jetzt auch nochmal so schön zu sagen, okay, ich schaue wirklich nochmal, was ist so ein Passt-schon-Ding? Und ich kann es jetzt wirklich wegtun, weil das natürlich tatsächlich, finde ich, auch voll den Impact aufs Leben hat. Ne? So dieses passt schon, das ist dann auch ein passt schon Leben. Ne? Richtig, ja. Das ist nicht die Vision vielleicht von dem, wie du sein möchtest und wie du leben möchtest. Ja. Und wir haben auch alles, was wir so in unseren Wohnungen haben, immer so ausgerichtet auf unser Sein. Wie wollen wir sein? Wie ist unser neues Ich? Wie will unser neues Ich sich fühlen? Wie will unser neues Ich auch professionell arbeiten? Und so haben wir in jeder Ecke für uns auch nochmal eine Möglichkeit, uns hinzusetzen und zum Beispiel einen Podcast aufzunehmen, gestaltet, aber jetzt nicht so übergreifend, dass keine privaten Seiten mehr da wären in der Wohnung. Ich glaube, das darf natürlich auch in der Balance sein, aber wenn du zum Beispiel als Coach arbeiten möchtest, dann ist es, glaube ich, sehr gut, wenn du vielleicht sogar in deinem Haus eine Ecke hast, wo dein Schreibtisch steht, sodass du dort deine ganzen Anfragen annehmen könntest. Oder vielleicht sogar im Bereich, wenn das Haus groß genug ist, wo du Klienten empfangen kannst. Also wenn wir etwas visionieren, dann dürfen wir dafür Raum schaffen. Ich glaube, das haben wir das letzte Mal auch schon gesagt, wenn du dir einen Partner visionierst, dann darf dein Bett größer sein als 1,20 breit, ne? Weil wo soll er denn sonst sein? Ja? Dann darf Platz im Kleiderschrank sein, ne? Damit er auch seine Sachen da hinein tun kann. Dann darf es eine Couch geben. Das werde ich nie vergessen, eine ganz liebe Freundin von uns hat uns eingeladen zu sich in die Wohnung, kommt auch aus Berlin, und sitzt dann da mit uns am Tisch in der Küche und sagt, ich hätte so gerne einen Partner. Und wir schauen uns um und denken und so, okay, hier gibt es keine Couch. Ja? Und wir so,
wie ist denn so dein Schlafzimmerbereich? Und der war jetzt nicht so direkt sichtbar, logischerweise. Und sie so, naja, da ist mein Bett drin und da ist mein Schrank drin. Und wir so, ja, ist denn da auch Platz? Ist da Platz für einen Partner? Und sie so, nee. Und dann hat sich herausgestellt, dass ihr ganzes Leben auch überhaupt null Raum für einen Partner gehabt hätte. Mhm. Ne, da war so viel Angst davor, wieder verletzt zu werden, dass sie ihre Arbeit eigentlich an allererste Stelle in ihrem Leben gesetzt hat. Und da kann dann auch energetisch niemand kommen. Das heißt, ich darf Raum schaffen für alles, was ich mir wünsche. Wenn ich Fülle möchte, darf ich Raum schaffen für Fülle. Wenn es dann zugemüllt und eng ist und alles mit so passt schon Dingern, dann kommt auch nicht die Fülle. Oder wenn ich arbeiten möchte als Coach oder als Seminarleiter, dann darf auch meine Wohnung entsprechenden Platz haben, wo ich ein professionelles Setting auch gestalten kann. Das merken wir jetzt auch wieder. Ne? Wir haben überall so professionelle Settings ganz unterbewusst geschaffen. Aber uns ist es halt auch einfach wichtig. Wir lieben, was wir tun. Wir wollen Menschen inspirieren. Und wenn es dann keinen Platz dafür gäbe, wie sollen wir das tun? Ja, das sind alles so Dinger, die werden mir jetzt auch nach und nach erst klar. Denn unsere Farben sind immer fröhlich und lebensbejahend, weil wir einfach dieses Gefühl immer in uns haben wollen. Ja, und das kann uns super unterstützen, wenn wir das so kreieren dann auch. Absolut, absolut. Und letztendlich das, was du auch sagst, da kam mir immer dieser Satz, drink your own medicine first. Das bedeutet immer für sich erst einmal diesen Raum zu schaffen, bevor wir unseren Kunden sie dort in diese Transformation führen, durch die wir gegangen sind. Das ist ja das Authentischste an der Arbeit, in der wir machen. Und diesen Raum zu schaffen, innen und außen, weil oft entwickeln, also man hat einen Plan, eine Vision, die Vision kommt. Und dann schauen wir in unseren Arbeitsplatz und der ist alles andere als unsere Vision. Und das muss einfach nicht nur immer, es muss nicht immer dieses Perfekte sein, sondern die Klarheit. Und es kann ein Symbol sein, eine Blume, ein Bild, ein Notepad, was auch immer, das in irgendeiner Art und Weise diese Vision wieder von außen nach innen bringt, nicht nur von innen nach außen. Und das ist die Power des Feng Shui letztendlich, auch dieses What you see is what you get. Ne, also wenn ich jeden Tag an meinem Arbeitsplatz sitze und meine Vision sehe, fühle jetzt nicht unbedingt ein Vision Board, sondern das Setting, wie du schon gesagt hast und wie du das beschreibst für euch in der Wohnung, ihr dreht euch um und eure ganze Wohnung spiegelt euch immer und immer wieder, das ist unsere Vision. Das heißt, der Verstand, der kann irgendwann mal auch abwandern, aber der Blick holt euch jedes Mal zurück und das ist super wertvoll. Toll, das finde ich auch nochmal cool, was du mit dem Arbeitsplatz sagst, ne? Weil da sitzt jetzt bestimmt der ein oder andere und sagt, ja toll, ich sitze in einem Großraumbüro, was soll ich denn machen? Aber ich glaube trotzdem, in deinem Bereich, in deinem Wirkungsbereich, wo du sitzt, da kannst du das schon gestalten, ne? Und wenn es dann irgendwie, wie du sagst, entweder immer nur die frische Blume ist, die du dort stehen hast, oder irgendein schönes, hochwertiges, keine Ahnung, wie du sagst, Symbol, das kann schon ganz viel, das kannst du ja anreichern. Du kannst ja deine Vision dort hineingeben, ne? Also ich erinnere mich, bei uns im Büro, damals, als ich noch mein Hotel und Restaurant hatte, da hatte ich für mich immer so eine ganz wunderschöne Statue stehen, so eine kleine, ne? Und die war voller Lebensfreude. Es war so eine Frau, die so ganz runde Formen hatte, aber in so ganz schönen, bunten Farben. Und es hat mir einfach immer wieder gezeigt, das ist die Frau, die ich sein will. Eine strahlende, schöne, aus sich heraus strahlende Frau, die einfach ganz viel Positivität mitbringt und andere inspiriert. Und jedes Mal, wenn es mir nicht gut ging, bin ich kurz ins Büro gegangen und habe mich damit aufgeladen. Also das geht sehr wohl überall. Das kann etwas ganz Kleines sein, wo nur du selber die Bedeutung von kennst, aber die dich dann sofort wieder unterstützt. Aber das finde ich schön, dass du das auch nochmal sagst. Wenn ich jetzt was zur Gesundheit tun will, du hast schon gesagt, die Küche ist so der Bereich, in dem ich auch die Gesundheit quasi strahlen lasse oder immer mehr auch zu mir selber hineinhole. Aber du hast auch das Bad erwähnt. Das heißt, auch da darf es überall so ein bisschen gesund quasi sich widerspiegeln, ne? Ja, absolut. Also letztendlich sorgt ja das Feng Shui an sich für einen Qi-Fluss in den Räumen und das gesamte Feng Shui ist ja auch auf das Thema Gesundheit und Vitalität ausgerichtet. Also, dass wir versorgt sind mit Lebensenergie, mit ausreichend qualitativ hochwertiger Lebensenergie. Und das Badezimmer, da haben wir ein paar Sachen gesagt, zum Beispiel in der Küche, das ist ja, also auch im Feng Shui, ist das der Schlüsselpunkt für Gesundheit, weil das ist der Ort, an dem wir unser Essen vorbereiten. Und die Energie, also ich möchte jetzt einfach mal kurz die Qualität der Nahrungsmittel außen vor lassen, da gibt es genug, ich glaube, Bewusstsein oder Informationen dazu. Aber egal, welche Nahrungsmittel wir haben und die zubereiten, die Frage ist, mit welcher Energie bereite ich dieses Essen vor? Ist es mit Liebe, weil Essen enthält Wasser. Wasser ist ein Speichermedium für Informationen. Das bedeutet, die Energie, in die ich mein Essen gebe, das ist die Energie, die ich mir letztendlich auch zuführe.
Und deswegen ist wirklich, das könnte man wirklich ausweiten im Sinne von, worauf koche ich? Ist es Gas, Feuer, Induktion oder Elektro bis dahin? Aber was wir immer sofort tun können, ist unsere Einstellung. Man kennt ja dieses Liebe geht durch den Magen oder wenn die Suppe versalzen ist, ist der Koch verliebt. Ja, also da gibt es schon in den Redewendungen so ein paar Punkte, wo man sagt, was hat denn das Essen mit dem zu tun, der es kocht? Das heißt, wie gesagt, wenn ich das Essen zusammenschmeiße, weil ich schlecht drauf bin, ich muss irgendwas auf den Tisch tun, und dann habe ich das in der Energie des Essens und es führt sich einfach immer und immer weiter. Also egal wie der Tag ist, egal was ist, bevor ihr beginnt zu kochen, atmet einfach tief ein, erdet euch nochmal und überlegt, welche Energie ihr heute, also am besten ist es mit Dankbarkeit zu beginnen, wenn einem gar nichts einfällt, sagt, okay, ich beginne mit der Dankbarkeit und koche dieses Essen mit der Dankbarkeit, dass wir Essen haben, dass wir zusammen sind, was auch immer. Und das bringt ihr dann zu euch, zu eurem Partner, zu eurer Familie, für wen immer ihr auch kocht. Das finde ich ganz schön. Weißt du, was ich immer mache in der letzten Zeit? Ich mache mir Musik an. Ich liebe so Musik, so chillige Lounge-Musik, weißt du, so ja. Café Del Mar mag ich sehr, sehr gerne. Und dann habe ich so meine kleine transportable Ankerbox. Das ist so eine kleine Lautsprecherbox dabei, die richtig tollen Sound macht, so finde ich zumindest. Und da mache ich dann immer erstmal meine Musik an und dann fühle ich so in mich rein, okay, was möchte ich denn heute Schönes zubereiten? Und dann mache ich das, wie du sagst, so mit ganz viel Liebe und Bewusstsein und Freude daran. Und das ist ein total anderes Kochen, als ich es früher, ehrlich gesagt, manchmal kannte. Ich komme ja aus dem Gastrobereich, ne? Und ich habe ein Hotel und Restaurant gehabt und oftmals durfte ich auch selber kochen. Ich habe das immer mit sehr viel Liebe gemacht, aber auch immer unter dem Aspekt, wie kann ich das jetzt, sodass auch wirklich alles zeitgleich bei einem 8-Personen-Tisch beispielsweise auf den Tisch kommt, möglichst produktiv und effektiv hier gestalten. Und am Anfang habe ich das in meiner Küche auch gemacht, ne? Wenn Walter mir dann helfen wollte, so als ein Come together, ne? So als ein Komm, wir machen das jetzt schön zusammen. War ich dann immer so, ja, du darfst jetzt hier die Karotten, während ich das und dann dürfen wir das und zeitgleich das und so. Er so, was machst du da? Und ich war noch so im Hotel- und Restaurant-Groove, dass ich dachte, ja, es muss ja auch alles heiß und persönlich und jetzt so schnell und auch alles auf einmal und dass das auch gemeinsam rausgeht, das Essen und die Zutaten und so, das muss alles passen. Und er so, ey, wir sind hier nicht in der Großküche, wir sind hier zu Hause, ja, und ich möchte Spaß dabei haben und ich möchte die Karotten dann schneiden, wenn ich finde, dass sie jetzt dran sind, dann mache ich halt zuerst die Zucchini klein und ich so, nein, zuerst die Karotten, weil die haben eine längere Garzeit und so, weißt du, so wirklich die Professionalität eines Koches noch so im Background und dann habe ich es echt über Bord geworfen, so, nee, komm, scheiß drauf, es darf Spaß machen, es darf Liebe verkocht werden und das finde ich auch wichtig in einer Küche und ich glaube, ein geübter Koch hat das auch mit ganz viel Liebe und Leichtigkeit bestimmt besser als ich und ich bin halt auch so ein Perfektionist, weißt du, ich habe da als noch diese alte Rolle von, nein, das muss alles perfekt sein, nein, muss es nicht, es muss nicht perfekt sein, es darf einfach nur mit Liebe gemacht sein. Und mittlerweile zelebriere ich das. Und manchmal vergesse ich dann eine Zutat, weißt du, weil ich gar nicht so drüber nachdenke, sondern es so ganz intuitiv im Flow mache. Und dann vergesse ich den Reis, ja, und denke mir so, oh, den hätte ich ja schon längst kochen dürfen. Naja, jetzt dauert es noch 20 Minuten länger, schade. Ja. Weißt du, solche Sachen. Aber dafür ist es echt schön und macht Spaß. Und jeden Moment unserer Lebenszeit, glaube ich, besonders in unseren vier Wänden, dürfen wir zu einem Fest werden lassen, besonders jetzt in dieser Zeit, zu einem Fest von Bewusstsein und Freude über die einzelnen Dinge, die ich dort vorfinde und einem Genuss, den ich fülle mit Spaß. Ich glaube, das ist ganz wichtig, ha? Ja, also total. Mir gefällt, also zum Beispiel, ich koche sehr gerne Samstagvormittags nach voller Woche und Samstag sind die Kinder meistens bei meinen Eltern und anstatt dann zu sagen, oh, ich schlafe mal aus, stehe ich echt um 7 Uhr auf und koche einige Stunden, weil mich entspannt das total, also die Zutaten, das Anfassen, der Textur, also das ist für mich einfach ein Erlebnis und das ist für mich totale Entspannung und was mir noch irgendwie aus irgendeinem Grund noch am Herzen liegt, was ich noch hier mit in diesen Raum geben möchte, gerade zum Thema Kochen, ich weiß nicht, wie viele Mütter zuhören und ich weiß, mir sagen ganz, ganz oft Frauen, wie schaffst du es zu kochen und die Kinder und so weiter. Ich nehme die Kinder, also die Großen jetzt nicht, aber der Kleine, der ist 7 und anstatt, dass er sich langweilt, nehme ich ihn mit zum Kochen. Wir stellen einen Stuhl hin und er schnipselt auch und wie du sagst, die Karotten sind nicht klein geschnipselt, nein, die sind groß, das ist egal, sie werden trotzdem genauso verkocht und dann haben wir beide Spaß.
und er lernt noch was und er sitzt nicht vorm Fernseher oder wird irgendwie ständig vertröstet. Also es macht auch so, also diesen Perspektivenwechsel wollte ich jetzt einfach noch mit reinbringen, dass wir, du machst es mit Walter, ich mache es jetzt mit meinen Kindern, dass wir die einfach mit in die Küche bringen und diesen Perfektionismus einfach über Bord werfen und dann gibt es halt die Zucchini und die Karotten und keine Ahnung, in ganz vielen verschiedenen Größen schmecken tun sie trotzdem, weil sie mit Spaß und Energie gekocht wurden natürlich. Ja, aber das ist ja wirklich ganz genauso, wie du sagst. Es ist ja auch etwas, worauf wir aufbauen. Es ist ja wie auch so ein Fundament, das wir im Moment mehr als wichtig sehen dürfen. Und wir dürfen da einfach ein gutes Fundament für uns täglich bauen. Wir dürfen schauen, was unterstützt mich? Was stabilisiert mich? Was hilft mir in diesen wilden, turbulenten Zeiten, in mir geerdet zu sein? Und da finde ich, haben wir jetzt heute ganz viele gute Ideen gegeben. Es fängt wirklich damit an, dass wir darauf achten, dass unser Haus schön ist, dass es geordnet ist, dass es wertig ist, dass da Dankbarkeit rausspricht, wenn ich reinkomme, dass ich mich freue, dass mir mein Herz aufgeht. Das geht mit vielen kleinen Möglichkeiten schon zu verändern. Das muss überhaupt nicht teuer sein, aber wirf das über Bord, was du nicht mehr brauchst. Achte in der Küche darauf, dass du mit Liebe kochst, dass du die anderen vielleicht mit einbeziehst, sodass es ein Happening wird mit den Kindern. Ich koche auch super gerne mit der Aurelia zusammen. Die ist 7 Jahre alt und die liebt das. Die findet das toll und es macht voll Spaß. Ja, und es dauert Stunden länger manchmal, ne? Weil es eben dann einfach nicht so effektiv ist, aber es macht Freude. Und es ist ein tägliches Dankbarsein für das, was wir haben. Ne? Und ich glaube, da konnten wir heute so einiges mitgeben, auch zum Thema Fülle, zum Thema Gesundheit, dass du das in der Hand hast, dein Zuhause so zu gestalten, dass es schön ist. Und wenn du das veränderst, dann wird es auch deinem Partner gefallen, da bin ich ziemlich sicher. Also auch da nochmal neue Wege zu gehen, sich miteinander auch nochmal auszutauschen, ins Gespräch zu kommen und zu schauen, okay, wie können wir das jetzt so für uns schöner machen, noch schöner machen, sodass man sich zu Hause in den eigenen Wänden wohlfühlt. Ja. Und sicher fühlt. Und das wird sich auswirken auf die Energiewolke, wird uns stärken für diese Zeiten und wird uns ein Gefühl von Stabilität geben, das wir gerade mehr als nötig brauchen. Ne? Ja, absolut. Und ich finde auch, Räume gehören einfach in die weibliche Energie hinein. Wir sind einfach diejenigen, die Räume öffnen. Wir sind diejenigen, die empfangen. Und also das einfach sich nochmal mitzunehmen, dass es einfach auch was mit unserer Weiblichkeit zu tun hat. Wenn wir beginnen, uns um unsere Räume zu kümmern und sie zu öffnen, dann passiert auch etwas eben in dieser femininen Energie und die Offenheit für die maskuline Energie. Also das ist auch nochmal so ein kleiner Aspekt, den ich jetzt einfach mit dazugeben möchte, weil es einfach so kraftvoll ist. Voll. Und weißt du, das beruhigt mich jetzt gerade nochmal, weil manchmal denke ich mir schon so ein bisschen, warum sieht der Walter das nicht? Weißt du so, ich gehe ins Bad und da sind dann vom Zähneputzen wieder 1000 Sprenkel über den Spiegel verteilt und die denken so, warum sieht er das nicht, dass es jetzt so schön aussieht? Und dann fange ich an und mache das wieder ordentlich und so und räume wieder alles so ganz schön hin. Und ja, manchmal denke ich so, also ich komme mir da auch manchmal wirklich vor, so allein auf weiter Flur, weißt du so? Okay, und dieses Stück brauchen wir jetzt nicht in der Küche, das darf wieder an seinen Platz zurückgeräumt werden. Und dann mache ich das immer, ne? Automatisch laufe ich hier dann immer so meinen Weg und räume das wieder dahin, wo es hingehört und das wieder dahin, wo es hingehört und das wieder an seinen Platz und so. Und er lässt einfach immer nur alles so bäm, irgendwo wild liegen und hat aber auch nicht so das Gefühl für, aber wie du sagst, vielleicht ist es auch gar nicht seine Aufgabe. Vielleicht ist es tatsächlich etwas Weibliches. Vielleicht ist es meine Aufgabe und ich darf die auch wirklich lieben und wertschätzen und mich darüber freuen, statt morgens zu denken, also wirklich, muss das jetzt hier im Bad so explodiert aussehen, weißt du? Ja, total. Und da sind wir wieder bei dem Eingangssatz letztendlich, dass wir durch unsere Gedanken die Energie in unseren Räumen formen. Also ich will jetzt nicht damit sagen, dass wir Frauen die Putzfrauen unserer Männer sein sollten, aber ich glaube, dass wir da ganz gut auch durch dein Beispiel da diese Linie gezogen haben im Sinne von, wenn das nicht dahin gehört, anstatt mich darüber aufzuregen, dann mache ich es doch. Ja, weil ich es so haben will, weil ich diesen Aspekt sehe und meine bessere Hälfte sie nicht sieht. Dafür hat er den Schnee geschaufelt oder mir mein Auto freigekratzt oder was auch immer, ja. Genau.
Definitiv. Das finde ich jetzt auch nochmal sehr schön und ganz befriedend. Und ich glaube einfach auch, dass Männer einen anderen Blick haben, aber wir sie dennoch mit unserer Energie dann bereichern, ne? Also ich bin mir ganz sicher, dass er das extrem wertschätzt und liebt, dass es bei uns immer so schön ist. Jetzt in diesen unsicheren Zeiten umso mehr schön ist, weil es mir einfach wichtig ist, um mich auch zu stabilisieren. So haben wir alle etwas davon. Und er gibt andere Dinge rein. Natürlich. Zum Beispiel, dass die Technik immer wunderbar funktioniert. Und es ist auch mehr so die männliche Energie, dass man nach außen geht, und die Dinge reingibt, ja, ohne das jetzt immer so ganz ordentlich dann auch wieder an sein. Warum? Es ist vielleicht auch gar nicht nötig. Ja. Wir sind so unterschiedlich und so vielfältig. Mhm. Und je mehr wir auch da in den Frieden kommen, da sagst du es wieder, je mehr wir in den Frieden kommen und eine friedliche Energie ausstrahlen, umso mehr wird diese Energie natürlich auch in unseren Räumen gehalten von innerem Frieden. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir gerade wirklich beachten dürfen, dass alles, was wir in unsere Räume hineingeben, zu einer Energie wird. Also wenn da so eine Energie von Groll ist, ne, so von wieder ist die Waschmaschine, Spülmaschine nicht ausgeräumt, ist das nicht besonders zuträglich für Weltfrieden. Das hört sich jetzt echt groß an, weil man sich denkt, Moment, wenn ich jetzt hier für mich blöd finde, dass die Spülmaschine nicht ausgeräumt wurde, was hat das bitte mit dem Weltfrieden zu tun? Jede Menge. Mhm. Ja, absolut. Ohne Frage. Ja, da geht's lang, weißt du, und da darf jeder sich selber immer wieder am Tag auch erinnern dran, ne? Okay, wenn ich Weltfrieden mir wünsche, dann darf ich Frieden in mir schaffen, Frieden in meiner Familie schaffen, Frieden in meinen Räumen schaffen, Frieden, Weite und Schönheit. Und in dem Moment, wo wir das wirklich komplett und ganz authentisch ausstrahlen, bin ich ganz sicher, dass wir im Kollektiv etwas ändern, dass wir im Kollektiv genau das stärken. Und vieles zeigt es auch schon, finde ich. Ich finde, auf ganz vielen verschiedenen Teilen dieser Erde halten die Menschen sehr zusammen, unterstützen einander, geben Gutes rein, nutzen ihre ganz eigene Power, wie sie auch sein mag, ihre Wirksamkeit, um andere zu unterstützen, um das Gute zu unterstützen, um zu stärken, dass wir hier alle auf einem Planeten sind, in einem Boot. Und ich finde, viele, viele zeigen, dass sie auf ihre Art und Weise dieses Boot unterstützen, dieses Boot stärken, Gutes hineingeben. Und das können wir auch tun. Und zwar in jeder Sekunde unseres Tages, in jeder Sekunde unseres Lebens. Und das ist jetzt, glaube ich, wirklich auch dran. Ja, ohne Frage. Und da kommt mir ein Satz von meiner TCM-Ärztin in den Sinn. Ich weiß, es ist Jahre her, seit wir uns darüber unterhalten haben. Ich weiß auch nicht, welches Thema es war. Ich weiß nur, es ging irgendwie um das Thema, Mann, es müsste irgendwie mehr Transfer oder mehr Lichter, irgendwas war da. Und dann hat sie gesagt, wissen Sie, Frau Schaponitsch, Sie können nicht die ganze Welt erhellen. Das, was Sie machen können, ist ein Lichtlein anzuzünden. Und das fand ich, also dieser Satz, seitdem ist er immer bei mir, immer. Wunderbar, so machen wir das. Und auch wir hier in unserer Wohnung, sprichwörtlich, zünden jeden Abend Kerzen an. Und ich sag dir, das macht etwas. Das macht etwas. Ja. Wir geben damit eine gute Intention raus. Wir schicken unsere Liebe raus. Und zwar zu jedem einzelnen Menschen. Und wir schicken alles das, was wir uns wünschen, raus. Und das machen wir mit Kerzenlicht. Das kann man sagen, Kerzenlicht, was bringt das schon? Das bringt etwas. Wenn jeder Einzelne das mit dieser Intention abends macht, erhält es nicht nur unsere Räume, und es erhält die Räume ein einziges Kerzenlicht, wo man ja denken sollte, naja, das macht jetzt auch nicht die ganze Dunkelheit weg. Oh doch, das entfernt Dunkelheit sehr, sehr schnell alleine. Ein Licht. Und so können wir uns das vorstellen auf dieser Erde. Wenn jeder von uns dieses Licht anzündet, in mir selbst und in meinen Räumen und vielleicht sogar zu einer gesamten oder gemeinsamen Uhrzeit, muss gar nicht sein, aber wäre noch cooler vielleicht, dann werden wir damit eine Welle auslösen. Und diese Welle, ich glaube, dafür haben wir heute auch was getan. Die werden wir immer weiter und weiter fließen und strahlen lassen und werden damit was verändern. Und ich danke dir von ganzem Herzen, Daniela, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Was für ein Vergnügen. Vielen Dank für echt super inspirierendes Gespräch. Oh Mann, danke, danke, danke. Danke dir von ganzem Herzen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag mit deinen Kindern, mit deiner Herzensvision, mit deiner wunderbaren Arbeit, die du gibst. Und freue mich auf ein Wiedersehen mit dir. Auf jeden Fall. Bis bald. Mach's gut. Und du zu Hause, du weißt jetzt genau, was zu tun ist. Nämlich nichts anderes, als dein Licht strahlen zu lassen, damit diese Welt hier ein sichererer, schönerer und lebenswerterer Aufenthaltsort wird für uns alle. Denn möglicherweise ist die Erde das Paradies und nicht irgendwo anders. Manchmal denken wir das, wir müssten irgendwo anders hin, aber wahrscheinlich ist hier das Paradies, wenn wir es zu dem werden lassen, dass es sein würde, wenn wir im Frieden wären. Also ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Vielen Dank, Daniela, und bis ganz bald. Tschüss! Tschüss!